Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ihr kriegt heute mal nicht mich zu sehen, dafür aber nochmal einen Ausrüstungsgegenstand. Da habe ich zwar schon mal recht ausführlich drüber gesprochen, aber möchte das gerne nochmal tun. Und das hier ist jetzt also quasi meine Langzeiterfahrung mit diesem wirklich ganz hervorragenden Messer. Das ist das Victorinox Ranger Wood 55, heißt das, glaube ich. Hat ein paar Extras. Also so wird es nicht geliefert, wenn man es kauft. Hat auch schon ein paar Abnutzungserscheinungen. Und nachdem ich doch wirklich mit einigen Messern durch den Wald gelaufen bin und damals, als ich das bekommen habe, auch gesagt habe, das könnte mein neues Lieblingsmesser für den Wald werden, muss ich sagen, genau das ist es jetzt auch. Es ist mein Lieblingsmesser für den Wald. Das Ding ist nicht billig. Ja? Das ist also schon ein Qualitätsprodukt, auch ja wirklich ganz herausragend verarbeitet, und diese Qualität zahlt man da halt eben entsprechend mit. Swiss Made und so weiter und so weiter. Ne? Also wirklich tolles Werkzeug. Und ich finde, da hat man eigentlich alles in der Hosentasche, was man für einen Waldaufenthalt, auch einen erweiterten und einen langen Waldaufenthalt, braucht. Und auch wenn man lange Touren machen möchte, hat man mit dem Messer wirklich immer einen super Satz Werkzeug dabei. Und auch als potenzielles Survival-Messer taugt es sehr, sehr gut. Also wäre das Messer für den Wald. So, warum? Weil es hat auch nur Funktionen, die man echt, fast nur Funktionen, die man draußen brauchen kann. Zunächst mal hat es eine wirklich nennenswerte große Klinge. Ja? Die hat, weiß nicht, 10 cm oder sowas, wobei zugegebenermaßen scharf ist sie nur. Ja, hier kann man es jetzt sehen, da am glänzenden, an der Schneide. Das hört hier ungefähr auf, so etwa auf dieser Höhe. Ja? Also der letzte Zentimeter der Klinge ist stumpf. Das weiß ich nicht, ob das irgendwelche sinnvollen Funktionen mit sich bringt, ob das zu irgendwas gut ist. Dass das allerletzte Stückchen stumpf ist, ist der Tatsache geschuldet, dass es hier dann wieder auf normale Dicke hochgeht und dass man sich hier vielleicht an der Kante nicht wehtut, weiß ich nicht. Aber kann ich nicht zuordnen, ob das sein muss, ob das nicht sein muss. Man merkt es manchmal beim Arbeiten mit dem Ding und wundert sich ein wenig, aber wirklich stören tut mich das nicht. Das ist einfach nur so eine Auffälligkeit. So, ansonsten zur Klinge, die ist im Auslieferungszustand sehr, sehr scharf. Ich habe sie inzwischen zweimal nachgeschliffen. Jetzt ist sie wieder, gerade nach dem Schleifen, sehr, sehr scharf. Schleifen geht einfach. Ich nehme dafür den Victorinox Schleifstab. Das ist so ein ganz kleiner. Den zeige ich euch auch mal irgendwann bei Gelegenheit. Und das funktioniert wirklich ganz gut. Das kann sogar ich. Ist etwa Schneidlänge, ich habe es nicht nachgemessen, aber das langt auf jeden Fall für große Brötchen. Das reicht auch für Schnitzen. Eine Länge, die man noch gut handeln kann, die noch gut zu bedienen ist, die gleichzeitig aber auch nicht so kurz ist, dass man da dann gar nichts mehr mit anfangen kann. Also für mich, für so ein Alltags-Universal-Waldmesser, die perfekte Klingenlänge. Übrigens auch legal. So, und das nächste Tolle, das Ding arretiert. Bei Schweizer Messern, also bei Victorinox Messern, ja keine Selbstverständlichkeit, dass die Klinge, wenn man sie dann aufklappt, ne, eben nicht einfach nur so einrastet, und jetzt kann man das Messer eben nicht aus Versehen, also für die Leute, die wirklich keine Ahnung haben, das kann ich jetzt nicht aus Versehen zuklappen und mir dann hier in die Hand schneiden, in dem Moment, wo es zuklappt. Ich kann es absichtlich zuknappen, und wenn jetzt hier meine Hand wäre, dann wäre das natürlich möglicherweise ziemlich fatal und ziemlich schmerzhaft. Deshalb die Arretierung, das ist super, dass das drin ist. Das nennt man Liner-Lock-System. Funktioniert folgendermaßen, für die, auch wieder diejenigen, die sich da nicht auskennen. Hier drin, direkt neben der Klinge, hier sitzt eine kleine Feder, beziehungsweise nochmal so eine fette Stahlfeder eigentlich. Klein ist die nämlich nicht. So, und wenn ich das jetzt hier ausklappe, Achtung, ihr seht gleich jetzt diese Feder da reinspringen. Zack, habt ihr gesehen. Dann springt hier dieses Ding. Das kann man hier auch vorsichtig bedienen. Ja, hier, da kann man es zur Seite nehmen und dann kann man es, also im Grunde kann man das jetzt zur Seite drücken und dann kann man das Messer einklappen, und solange die hier draußen ist, verhindert eben dieses Teil das Einklappen des Messers bis zu einem gewissen Grad an Gewaltanwendung. Also wenn man da jetzt mit einem riesigen Stein drauf rumklopft oder mit einem riesigen Hammer oder was auch immer, dann bricht das halt irgendwann weg und dann geht das Messer trotzdem zu. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das in den meisten Fällen keine Rolle spielen wird. Viele Messer haben jetzt eben, um es wieder zuzubekommen, hier irgendwo einen Punkt, wo man dann eben direkt auf diesen Liner-Lock-Mechanismus draufdrückt, was ich hier jetzt
gerade mit dem Fingernagel tue und dann kann man das Messer wieder zumachen. Das geht hier auch, ist aber ein bisschen umständlich, weil, tolles Feature, das Schweizer Kreuzchen, wenn man das drückt, kann man das Messer zumachen. Braucht man nicht drücken zum Aufmachen und wenn man es jetzt wieder zumachen will, drückt man wieder aufs Schweizer Kreuzchen und dann kann man es wieder zumachen. Allein das ist schon einfach eine Spielerei, die zahlt man mit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die mitzahlt, ist aber sau cool. Ja, Klinge hat eine auch ein bisschen andere Spitze als die meisten Messer, finde ich gefühlt zumindest, dass die irgendwie hier nochmal ein bisschen schlanker ist. Das Messer generell vom Klingenrücken her etwas gerader ist. Dann hat es hier nochmal diese lustige Formgebung, dass es hier hinten dann nochmal ein wenig dicker wird. Und es hat diese lustigen Daumenauflagen auf der Rückseite. So Daumenauflagen, die können schnell mal wehtun. Die hier sind aber sehr gut abgerundet. Auch der Messerrücken ist nicht angeschliffen. Also das ist alles schön abgegratet und alles schön glatt. Da kann man sich also nicht wehtun. Und dadurch, dass die hier eben auch angenehm sind, kann man da auch tatsächlich gut den Daumen drauflegen und das Messer dann so führen, wenn man schnitzen möchte. Das mache ich persönlich sehr gerne. Funktioniert wunderbar. Und auch bei langen Schnitzvorgängen tut das hier immer noch nicht weh. Dann ist eher das Problem, dass hier halt noch die anderen Werkzeuge, die hier drin verbaut sind, und die wunderbare Fingermulde, die hier grundsätzlich zwar da wäre, natürlich nicht so wirklich funktioniert, solange hier noch dieses andere Werkzeug, kommen wir gleich noch zu, im Weg ist. Aber trotzdem liegt das Messer, ich sag mal, für eine Stunde Anwendung liegt es noch wunderbar in der Hand. Wenn man deutlich länger als eine Stunde damit arbeitet, dann würde man sich vielleicht ein Messer mit einem noch etwas anschmiegsameren Griff, in dem halt eben nicht Werkzeuge verbaut sind, vielleicht irgendwann wünschen. Ja, aber für normale, mal eben schnell was schnitzen und auch mal ein bisschen länger was schnitzen, das merkt man gar nicht. Liegt hervorragend in der Hand. Also die Klinge ganz, ganz ausgezeichnet, wie gesagt, leicht nachzuschärfen, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht perfekt hinbekommen habe. Man kann sehen hier, da sieht es ein bisschen anders aus vom Grad der Klinge als hier. Scharf ist es trotzdem gerade. Hier habe ich meinen Stock, habe da schon mal ein bisschen dran rumgeschnitzt und ja, also das ist schon wirklich ordentlich scharf. Da kann man sich nicht beklagen, auch im Auslieferungszustand, und schneidet wirklich sehr, sehr, sehr gut. Durch die etwas längere Klinge, das ist dann interessant, wenn man eben so schneiden möchte, dass man hier auch wirklich eine Schneidbewegung durch das Holz führt. Ja? Also nicht einfach nur das Messer durchdrücken, wie so ein Hobel, sondern wirklich schneiden. Und da ist dann eine längere Klinge dahingehend interessant, dass man dann einfach einen längeren Schneidweg hat, je nachdem, was man schneiden möchte. Zum Beispiel ein Seil oder ähnliches, ist das dann schon auch von Interesse. Ja? Man kann dann auch eben durch den langen Schneidweg auch wunderbar Späne produzieren, falls man Späne haben möchte. Und macht auch wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Ihr seht, ich nutze diese Daumenauflage auch entsprechend. Tolles Messer, kann man dann auch durch den angenehmen Klingenrücken hier vorne, wenn man mal irgendwas Feineres machen möchte, vorne nochmal den Daumen drauflegen und in jeder Hinsicht verwenden. Zum Bohren ist die Spitze nicht gedacht. Die Spitze ist vor allen Dingen, kommt bei mir eigentlich nur zum Einsatz, wenn ich irgendwelche Pakete aufmache, Wurst schneide, Brötchen aufschneide. Das sind so die häufigsten Sachen. Brauche ich jetzt im Wald eher selten, dass ich das irgendwo reinspießen möchte. Denn zum Spießen gibt es nochmal ein anderes Werkzeug. Das ist ja ein Multitool. Es hat ja eben nicht nur die Klinge. Das ist ja gerade das Schöne dran. Gut, wie gesagt, das Ding hat nicht nur eine Klinge, das hat auch noch andere Werkzeuge. Und das zweithäufigste von mir verwendete ist tatsächlich die ganz großartige Säge. Vielleicht ist die Säge auch ein Teil des Alleinstellungsmerkmals dieses Messers. Viele Taschenmesser haben eine Säge, aber dadurch, dass das Ding halt eben länger ist als die normalen Schweizer Taschenmesser, wie man sie kennt, die sind ungefähr so lang. Ne? Das ist so eine normale Länge für ein Schweizer Taschenmesser, ungefähr so. Können die auch logischerweise nur eine relativ kurze Säge verbaut haben. Und diese Säge ist so lang, wie nur irgendwie geht. Das kann man auch wunderbar sehen, wenn man sie zumacht. Seht ihr dieses Nopselchen? Das ist die Spitze der Säge. Und
Club und da sitzen auch so weit wie geht nach vorne entsprechend Sägezähne drauf und wir kriegen damit die längst mögliche Säge, die ich in einem noch als Messer vorhandenen Klappmesser jemals gesehen habe. Und das bisschen, was die länger ist als vergleichbare Sägen von anderen Taschenmessern. Die Säge an sich sind ja identisch. Andere Victorinox-Messer haben die gleiche Sägeart, nur eben kürzer. Das ist entscheidend, denn wenn man damit jetzt sägt, ne, sägen wir hier mal eine Runde, dann muss ich jetzt ein bisschen weiter runter, sonst klappt das nicht, haben wir einen vergleichsweise langen Sägeweg, der eben ein komfortables Sägen zulässt. Ja, ich will das Ding jetzt gar nicht groß durchsägen, es geht mir nur darum zum Zeigen. Mit 2 Zentimetern weniger wäre ich jetzt mit dem Messer hier schon raus. Ja? Und ich müsste dann, wenn ich jetzt nicht nie noch die 2 Zentimeter hätte, dann müsste ich so sägen. So in dem Stil. Das kann man zwar auch machen, das dauert aber ewig und ist ein ziemlicher Krampf. Und da ich jetzt hier eine deutlich längere Säge habe, kann ich hier halt richtig vernünftig sägen und ich ziehe auch nicht, wer schon mal mit so einem Taschenmesser gesägt hat, der kennt das, man sägt da ganz gerne fröhlich vor sich hin, dann passt man im Moment nicht auf und zieht das Messer, die Säge komplett raus und muss dann erst wieder seinen Schlitz suchen, wo man weiter sägen kann. Und eben auch da sind diese 2 zusätzlichen Zentimeter eine richtige Offenbarung und ermöglichen viel, viel effizienteres und angenehmeres Arbeiten mit der Säge. Klinge ist bei dem Messer gut. Die ist bei anderen Schweizer Taschenmessern auch gut und man kann mit den Klingen von anderen Schweizer Taschenmessern bestimmt auch das machen, was man mit der Klinge hier machen kann. Mit dieser Säge, aber die ist wirklich eine Offenbarung. Also die ist viel, 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 viel besser. Wenn ich das Messer dabei habe, habe ich so gut wie nie noch eine andere Säge dabei, weil ich selten so richtig dickes Holz, aber man könnte auch noch, ihr seht ja, ne, man könnte also noch durchaus etwas sägen, was bestimmt doppelt so dick ist. Geht auch noch. Macht dann Mühe und dauert lange, aber gehen tut das noch. Wäre natürlich einfacher, wenn man die noch irgendwo festmacht, den Stock und so weiter, aber ja, gibt auch einen feinen Sägeschnitt. Also für Leute, die was basteln wollen und die auf sowas Wert legen, dass das dann auch halbwegs schön ausschaut, auch da dann durchaus ein Thema. Also die Säge ist wirklich ganz, ganz großartig. Außerdem, die Säge ist auf der Rückseite scharfkantig. Das kann dann interessant sein für Leute, die einen Firestyle bedienen wollen. Das bringt uns zu diesem roten Objekt. Ist jetzt ein kleines bisschen verrutscht beim Sägen. Das ist eine Fire Ant. Ist in Deutschland schwer zu bekommen. Mini-Fire-Stil, wenn man einen Fire-Stil verwenden möchte mit diesem Messer, da ja der Klingenrücken nicht angeschliffen ist, ne, sondern schön glatt, kann man entweder mit der Klinge anreißen, dann ist die Klinge aber stumpf. Das will man wahrscheinlich keiner und deswegen ist das Mittel der Wahl die Rückseite der Säge und tatsächlich macht auch dieser Mini-Feuerstahl hier schon erstaunlich. Ich will ja jetzt nichts anzünden, ne? Aber ihr seht, der macht schon erstaunlich große Funken, wenn man bedenkt, wie klein der ist. Es gibt verschiedene Werkzeuge, die man hier in den Korkenzieher integrieren kann. Das ist meiner Meinung nach das Sinnvollste. Was ich sonst noch so gesehen habe, ist, ach so, und das, was das andere hier, das ist Zunder. Das ist ein kleiner gewachster Wattezunder in eben Helixform, dass der in den Korkenzieher reinpasst. So, und jetzt schraubt man den hier mit rein. Und wenn man das schön anzieht, dann hebt das auch fest zusammen und gut ist. Mein Korkenzieher steht ein bisschen ab. Das habe ich tatsächlich mal geschrottet beim Versuch, ihn zu verwenden, um eben wirklich einen Korken aus einer Flasche zu bekommen, der aber unglaublich fest saß. Und da habe ich ihn leider hier an der Stelle ein wenig verbogen. Theoretisch wäre es vielleicht eine Option, das Messer einzuschicken zu Victorinox. Ist sie ganz lieb zu bitten, dass sie mir das doch bitte wieder gerade biegen würden. Ich selber kriege das nicht hin. Ich habe da kein Werkzeug für und auch kein technisches Geschick für, um das nicht noch schlimmer zu machen, sage ich jetzt mal. Und vielleicht mache ich das eines Tages. Aber das Problem ist, dann ist das Messer ja eine Zeit lang weg. Und das wollte ich bisher nicht. Und daher sieht es jetzt immer noch, ich habe genügend Alternativmesser, aber ich will das einfach nicht gerne aus der Hand geben.
Und drum sieht das jetzt halt so aus, wie es aussieht. Ne? Also das ist nicht standardmäßig so, dass das hier absteht, sondern standardmäßig sieht das so aus. Ich muss es dafür halt festhalten. Auch die Tatsache, dass das hier ja Holzschalen sind, bedeutet, die sind nicht unzerstörbar. Die kriegen dann irgendwann schon mal einen kleinen Macken ab. Kann man hier sehen, hier ist so ein kleiner Macken. Da hinten hat es ein paar winzig kleine Dellen. Das ist halt ein Gebrauchsgegenstand und auch wenn man versucht, darauf aufzupassen, auch wenn man sich die Griffschalen hin und wieder, hier ist zum Beispiel auch so eine kleine Kerbe, hin und wieder auch einölt mit zum Beispiel Leinöl, ist hervorragend für so Holz, dann halten sie etwas länger, aber das ist ein Gebrauchsgegenstand, ganz klar. Und der wird dann auch irgendwann durch die Holzgriffschalen Gebrauchsspuren zeigen. Aber ich finde das ist Nuss. Das ist eines der schönsten Hölzer, die es gibt. Und das sieht einfach wunderschön aus. Also das ist wirklich eine tolle Optik. Jetzt wird der ein oder andere meinen, ja, aber das beißt sich doch total mit diesem Orange. Jein, ich habe es schätzen gelernt, weil wenn einem das Messer wirklich mal runterfällt und dann liegt es ungünstig so rum, ja, dann hast du auch nichts davon, aber dann glänzt hier wenigstens noch das Metall. Oder wenn das jetzt zufällig oben liegt, dann sieht man das wenigstens noch. Der Griff von dem Fire-End, Feuerstählchen hier, also der eigentliche Griff, nicht der Zunder hier unten, die zwei ersten Kränkel, die sind fluoreszierend bzw. nachleuchtend im Dunkeln. Auch nochmal eine Funktion, das heißt im Stockdunkeln findet man das Messer, weil das hier halt eben noch nachleuchtend ist. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber damit habe ich dann auch nochmal eine Zusatzfunktion dran. Wer das jetzt potthässlich findet, es gibt die noch in anderen Farben, die sind aber auch alle sehr, ich sag mal, auffällig. Ich glaube, es gibt auch schwarz. Also wer partout keine auffällige Farbe haben möchte. Ja, aber muss man ja nicht machen. Das ist ja nur noch meine persönliche Ergänzung. So, dann haben wir das nächste hervorragende Werkzeug, um die drei wichtigsten Werkzeuge zu vereinen. Eine Ahle. Das ist im Prinzip vorne spitz. Hier an der Seite eine leichte Klinge, die ist nicht super scharf, aber reicht für irgendwelche Bohrarbeiten. Und es gibt noch ein Loch, wenn man damit tatsächlich was nähen möchte, insbesondere in Leder zum Beispiel, dass man dann eine relativ dicke Schnur sogar noch durchbekommt. Ja, wozu ist eine Ahle da? Man kann mit einer Ahle beispielsweise Löcher bohren in beispielsweise Holz. Und das ist jetzt natürlich zu dick, da komme ich nicht durch. Aber wenn ich das jetzt hier noch ein bisschen wegschnitze und da noch ein bisschen wegschnitze, dann kann ich mir hier tatsächlich ein Loch durchmachen. Mit der Ahle funktioniert wirklich ganz gut. Und man hat hier auch eine gute Kraftübertragung, dadurch, dass man das gesamte Messer quasi so nutzen kann. Dann muss man allerdings ein bisschen aufpassen, dass man die Ahle nicht umknickt, weil die arretiert nicht. Ihr seht, das ist jetzt hier eine gewisse wackelige Geschichte. Deshalb nehme ich es am liebsten so, dass ich das noch zwischen den Fingern ein wenig fixieren kann. Und wenn man dann ein bisschen vorsichtig ist, dann passiert einem da auch nichts. Und ihr seht, ich komme schon relativ weit und tief ins Holz rein. Und man kann da also wirklich ganz wunderbare Löcher mitmachen. Man darf das Werkzeug nicht zu sehr überstrapazieren. Die kann theoretisch auch kaputt gehen oder abbrechen oder sonst wie. Also eher bei weichen Hölzern arbeiten und dann auch keine was weiß ich was damit halt versuchen. Ganz einfach. Aber toll, wirklich ganz super. Man kann mit diesem Messer also beispielsweise hervorragend Heringe machen, denen noch ein Loch verpassen und dann eine Schnur durchziehen, wenn man die alle zusammen zu einem Bündel zusammenfassen kann. Das mache ich gerne. Ich habe viel mehr Heringe, als ich brauche, weil ist halt ein kleines lustiges Schnitzprojekt für mal eben zwischendurch. So, dann haben wir noch zusätzlich einen Kapselheber Schraubenzieher. Schraubenzieher brauche ich für mein Stativ. Ja, ihr hängt gerade dran. Beziehungsweise für die Schnellwechselplatte an der Kamera. Das heißt, der wird schon häufig verwendet. Auch im Wald, eben wegen dem anderen Kram, den ich so mit mir rumschleppe. Aber für wen der jetzt nicht relevant ist, dann ist er halt nicht relevant. Wofür dieses Ding hier da ist, ich weiß es auch nicht so genau. Ich verwende es hin und wieder für Draht, wenn ich Draht an einer bestimmten Stelle knicken möchte. Das habe ich jetzt schon 2-3 Mal gemacht. Das klappt ganz gut. Dann legt man den da rein und knickt den dann da weg und dann das klappt. Was ich auch schon versucht habe, war Töpfe vom Feuer zu nehmen, die einen dünnen Topf, Griff, Haken,
Henkel, was auch immer, irgendwas haben, was quasi nur so dick ist, dass es hier reinpasst. Dann kann man damit ganz gut auch einen Topf vom Feuer nehmen. Aber das klappt nur bei einem einzigen meiner Töpfe, weil nur der so ein dünnes Halterungsobjekt, oh, mir fällt ums Verrecken das Wort nicht ein, hat, dass es da reinpassen würde. Ja, und das war dann diese Seite. So, und dann haben wir noch einen Dosenöffner. Den habe ich auch schon ein paar Mal verwendet, weil ich tatsächlich eine Dose aufhaben wollte, die eben nicht so einen Schnellverschluss hatte. Das ist heutzutage sicherlich nicht mehr so relevant, aber der funktioniert ganz hervorragend, wenn man den wirklich mal verwenden möchte. Und da hat hier noch einen dünnen, kleinen Schlitzschraubenzieher vorne dran. Den habe ich aber, glaube ich, noch nie gebraucht. Ja, und das war's. Mehr ist nicht. Persönliche individuelle Ergänzung ist noch dieser Clip hier. Das ist ein Clip, mit dem man es an der Tasche befestigen kann. Also man steckt sich das Messer so in die Tasche. Und damit es nicht in der Tiefe der Tasche verschwindet, je nachdem wie groß die ist, kann das ja sein, kann man dann hier vorne mit dem Clip es sich noch an der Tasche festmachen. Und wenn man dann da ein Messer sucht in den ganzen Wirrwarr, das man möglicherweise in der Tasche, den man in der Tasche drin hat, möglicherweise, je nachdem wie man drauf ist, dann kann man sich einfach den Clip nehmen am Rand der Tasche und weiß, wenn ich da dran ziehe, dann komme ich an mein Messer. Finde ich persönlich sehr praktisch, hat halt den Nachteil, dass das hier so ein bisschen rumklappert, wenn man irgendwas mit dem Messer tut, das halt potenziell klappern könnte. Ja, Verarbeitungsqualität hervorragend, ne? Nix, was da irgendwie was anderes als perfekt wäre. Ich habe es mal einmal noch ein kleines bisschen geölt. Natürlich ist ein Thema, dass hier Dreck reinkommt, dass wenn man das Ding mal offen hat und vielleicht offen in der Gegend liegen lässt, noch mehr Dreck reinkommt. Aber gerade wenn man es aufmacht, dann kommt man auch relativ gut mit einem Wattestäbchen hier unten rein und kann das dann auch ganz gut sauber machen. Da kriegt man dann, ich sag mal, 95% vom Dreck wieder weg und der Rest ist dann Verschleiß. Natürlicher Verschleiß. Ja, mehr Werkzeuge sind es nicht. Es sind gleichweise wenig Werkzeuge, dafür die, die dran sind, halt auch 100% nützlich und wirklich sehr, sehr, sehr gut brauchbar. Und das ist mir dann lieber, als 28 schrottige Werkzeuge zu haben, von denen ich mit keinem wirklich arbeiten möchte. Klinge super, Säge hervorragend, Aale. Das haben auch andere Messer, klar, aber ist an dieser Stelle auch wirklich ganz, ganz super und wunderbar zu verwenden. Und damit hast du alles, was du brauchst für Holzbearbeitung. Zum Thema Schweizer Taschenmesser. Da gibt es ja den einen Kanal, der da alles zu macht. Den kennen wir, den Felix Immler. Ist inzwischen ein Begriff, ne? Und der hat noch eine interessante Technik, wie man denn auch Holz spalten kann mit so einem Schweizer Taschenmesser. Das möchte ich noch schnell vormachen. Dazu muss ich kurz noch was sägen. So, ich habe gesägt, ich sag ja nicht, dass das Sägen nicht mühsam wäre. Das Sägen ist mühsam, Tatsache, ja. Also lasst euch da nichts erzählen. Aber es geht und es ist halt nochmal viel, viel, viel besser als mit allen anderen im Taschenmesser verbauten Sägen. Und man will damit ja nicht den halben Wald umsägen, sondern mal eben halt was sägen, weil man gerade mal eben was hat, wo man gerne was Gesägtes will. So, will man jetzt Holz spalten, ne? Mit einem großen Messer, kennen wir, legt man hier drauf, haut man auf den Klingenrücken mit einem Stock und dann ist das hier durch. Das ist eine schlechte Idee, wenn man eins hat, das hier so ein Scharnier hat. Dann macht man sich nämlich ganz schnell den Scharnier kaputt. Wenn man hier ist das da und dann haust du hier hinten auf den Griff rum, dann wirkst du natürlich mit einem riesen Druck auf den Scharnier und dann machst du dir das Ding früher oder später kaputt, beziehungsweise dann wird es erst lose und dann klappert es und wackelt es und irgendwann ist es auch im Eimer. Sondern, also deswegen das nicht machen, sondern folgendes tun. Wenn man das jetzt so hier drauf legt und sich beim Spalten eben auf kleine Holzstücke beschränkt, weil man das spalten möchte für irgendwelche Bastlereien oder sowas, jetzt nicht für keine Ahnung, ich spalte mir den halben Wald, damit ich unbedingt ein Feuer machen kann, weil ich sonst kein Feuer ankriege, weil ich das nicht kann.
dann mag das vielleicht nicht das richtige Messer sein. Aber wenn ich jetzt hier drauf rumklopfen würde, dann könnte ich bestimmt ein Stück Stock dieser Größe, dieser Dicke problemlos in der Mitte durchgespalten kriegen und dann kann ich ihn auch nochmal vierteln und so weiter und so fort. Ich mache das jetzt nicht vor, weil es ja sowieso nicht meine Technik, sondern die vom Herrn, vom Felix. Und ja. Der Vollständigkeit halber, hallo. Bin ich jetzt doch noch mal im Bild. Ich wollte noch kurz den sogenannten Power Cut, ich benutze den ja auch ganz gerne, immer mal wieder zeigen. Also das funktioniert auch von der Messeranatomie her ganz wunderbar, dass dann auch entsprechend große und fette Späne in der Gegend rumfliegen. Hier nochmal vielleicht, oder da ist eine Astgabel, aber trotzdem nehmen wir mal an, ich wollte mir das da in den Boden so für irgendwelche Stockhalterungen zum Stockboot machen, ne, dann bräuchte ich hier jetzt eine Spitze, wäre echt ein tolles Bauteil dafür. Wirklich in Real Life, wie lange braucht man, um hier so ein Stöckchen anzuschleifen, anzuspitzen? Ja, das kriegt man so ganz gut in den Boden, würde ich behaupten. Könnte man jetzt natürlich noch ein bisschen spitzer machen, aber dann geht es halt noch eine Sekunde länger. Nur so zu Demonstrationszwecken. Also das ist schon wirklich ein Arbeitstier. Man kann da ordentlich Holz mit bewegen. Ein wirklich, wirklich, wirklich tolles rundum sorglos Messer. Und wenn man das hat, dann braucht man für irgendwelche Waldspaziergänge mit Sicherheit nicht irgend noch ein anderes. Ja, also ich wüsste wirklich nicht, wozu. Das ist ein rundum sorglos, immer toll, immer dabei, immer ausgestattet Messer. Und sogar Feuer machen kann's. In der Variante. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.